Moin Kinders, hier seid ihr wieder bei Cheap Mr. Z, Whisky unter 25 Euro und heute habe ich Whisky aus Kanada für euch dabei und zwar den J.P. Wiser's 10 Jahre Triple Barrel und das ist so ein Ding, da kriegst du, ich glaube, echt in jedem Supermarkt, ne? Also es steht meistens relativ weit unten im Regal und kostet irgendwas zwischen 12 und 18 Euro. Also es variiert tatsächlich sehr. Ich habe mal online geguckt, wie teuer der da so ist. Und da findest du viele Angebote so für 13, 14 Euro. Habe aber auch zum Beispiel in Getränkemärkten gesehen, da kostet der 11,99. Ne? Also irgendwo so in der Preisrange befinden wir uns. Heißt also ideal für diesen Kanal hier. Und wie gesagt, ihr seid sicherlich schon ein paar Mal dran vorbeigelaufen. Habt den sicherlich schon mal gesehen, weil das Ding halt nicht so ganz selten ist, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, was haben wir hier? Kanadischer Whisky, 10 Jahre alt, Triple Barrel heißt, drei verschiedene Fässer, würde ich jetzt mal behaupten. Das Ding ist gefärbt, heißt also die Farbe, die meiner Meinung nach ein bisschen ins Rötliche reingeht. Also vielleicht hat er einen Rotstich gehabt, aber durch das Färben ist das etwas bräunlicher noch geworden. Aber ich würde sagen, er hat auf jeden Fall einen leichten Rotstich. Naja, ist auf jeden Fall gefärbt, es sind drei Fassarten, wir haben quasi Virgin Oak, das heißt, wir haben ein niegelnagelneues Fass genommen, wo vorher kein Bourbon oder irgendein anderer Whisky drin war, haben da unseren Whisky quasi reingepackt und das darin reifen lassen. Dann haben wir Ex-Bourbon-Fässer, klassische Reifung, ne? Wir haben quasi Fässer von Jack Daniels, Jim Beam oder irgendeiner anderen Bourbon-Distille genommen und haben da unser Whisky weiter reifen lassen. Und kanadische Whiskyfässer, heißt also Whiskyfässer, wo vorher kanadischer Whisky drin war. Und daraus haben wir quasi dann diese Abfüllung kreiert. Spannend ist, hier ist ein sehr, sehr hoher Roggenanteil und dann gibt es noch Gerste und Mais. Ne? Heißt also eher wahrscheinlich in Richtung Rye, bestimmte Noten wird der vermutlich auch haben. Also Rye Whisky ist halt Roggenwhisky und der besteht halt ja aus, je nachdem, was du halt für einen Rye Whisky hast, aus einem sehr, sehr hohen Anteil, wenn nicht sogar 100% Rum. Gut, ich würde sagen, wir halten hier mal die Nase rein, gucken, ob wir so ein Glas haben. Also los geht's, Kinders. Also von der Nase her finde ich den erstmal gar nicht schlecht. Ich finde, dieses Virgin Oak riechst du auf jeden Fall durch. Hat so eine leichte, geröstete Holznote. Hat aber auch eine schöne Karamellnote. Hat so einen leichten Apfel mit drin. Aber relativ intensiv auch, ne? Und das mit nur 40%. Ja, viel Infos stehen ja auch echt noch nicht auf der Buddel drauf. Also man musste schon ein bisschen suchen im Netz. Ne? Aber also ich finde, dieses Virgin Oak kommt auf jeden Fall am meisten durch. Dass der einen hohen Roggenanteil hat, finde ich, riechst du in der Nase jetzt erstmal nicht. Aber karamellig, Apfel, schöne Holznote, relativ intensiv in der Nase und das alles für 40%. Ich finde, da kann man nicht meckern. Vor allem nicht bei dem Preis. Muss das Ding natürlich am Ende auch noch abliefern. Ne? Das ist natürlich immer die Hauptsache. Deswegen hilft ja nichts. Wir müssen ja auch probieren. Also, auf euch, Kinder. Slange oder Skol, Prost. Das ist gar nicht, wie ihr sagt, in Kanada sagt man wahrscheinlich auch Cheers. Ne? Also von daher, probieren wir mal. Überraschend gut. Vor allen Dingen sehr cremig, sehr karamellig vor allen Dingen. Diese Karamellnote kommt da echt straight durch. Schöne Röstnoten mit dabei. Also, da hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich habe mich echt auf alles Mögliche eingeschossen, weil die letzten kanadischen Whiskys, die ich hatte, die waren sehr schwierig, würde ich jetzt mal so behaupten. Aber der ist ja echt, also echt süffig bald, ne? Wobei ich jetzt sagen muss, jetzt merkst du, hinten raus hat er so eine ganz leichte, unrunde Schärfe, so eine ganz leichte, prickelnde alkoholische Note. Aber die ist jetzt total okay noch, finde ich. Also finde ich jetzt nicht, dass mich das jetzt irgendwie stören würde, großartig.
Probier mal einen Schluck. Mal eben kurz gucken, ob der ein Batch hat. Also der kriegt jetzt beim zweiten Schluck auf jeden Fall so eine leicht schärfere Note. Die würde ich aber jetzt erstmal auf die Rye, also auf den Rye Whisky quasi, also weil der einen hohen Roggenanteil hat, da hast du öfters mal, dass die so eine leichte Schärfe, so eine extreme Würze halt haben. Aber insgesamt finde ich, ist das gar nicht so schlimm. Ich finde, der schmeckt wenigstens. Ne? Es gibt halt auch in der Preisrange sicherlich Whiskys, die sind halt nicht so lecker. Und zwischen 12 und 18 Euro musst du dich ja auf jeden Fall mal an einem Jack Daniels messen, der auf jeden Fall besser ist als der. Das kann ich schon mal sagen. Aber ich finde den auf jeden Fall dafür, was er kann, was er sagt und was er tut, ist das Ding auf jeden Fall sehr gut. Kann man nicht anders sagen. Also ich würde dem auch hier auf jeden Fall 4 Daumen hoch geben, vielleicht sogar 4 bis 5 Daumen hoch. Es ist so ein bisschen so dieses... Ich finde es, wenn du dieses alkoholische Prickelnde, wenn das zu krass ist, dann finde ich das eher nicht so geil. Ich finde, das geht hier noch. Du kannst es auch super pur trinken, finde ich. Ich glaube, man kann ihn super gut mischen. Aber da reicht es bei mir einfach nicht für eine 5 Daumen hoch Bewertung. Ist für mich einfach dann zu wenig noch. Aber alles in allem ist das auf jeden Fall einer der besseren, günstigen Whiskys, die es in der Range im Supermarkt oder ja im Getränkemarkt oder sonst wo zu finden gibt. Kann man also nicht meckern. Ja, wenn ihr den schon mal im Glas hattet, schreibt mir gerne mal euer Feedback dazu in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren, wie ihr den so findet. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst, wenn ihr den Kanal abonniert. Ja, und wenn ihr nächste Woche Freitag um 17 Uhr wieder einschaltet, wenn ich hier wieder Whisky unter 25 Euro verkoste. Ja, bis dahin, Kinders, euer Cheap Mr. Z.